Angela Merkel war am Wochenende in Saudi-Arabien und wie wir erfahren durften, ist Merkel in Saudi-Arabien sehr angesehen. Der saudische Vize-Wirtschaftsminister hat gesagt, Merkel wäre als Frau ein Vorbild für Saudi-Arabien. Ich vermute, weil sie nicht selber Auto fährt. Merkel hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Hände geschüttelt. Also das muss man wirklich sagen. Spätestens diese Reise wird sie voll und ganz entschädigt haben für dieses Treffen mit Donald Trump. Also sie hat so viele Hände geschüttelt. Ein Scheich nach dem anderen. Es sieht fast aus wie eine Saalwette. Wetten, dass Angela Merkel es schafft, innerhalb von 2 Minuten 100 Scheichs die Hand zu schütteln. Jetzt live aus Riad. Schüttel das. Nun, ist ja Saudi-Arabien für Deutschland ein ganz wichtiger Partner, ein wichtiger Handelspartner. Deswegen hat man ja bislang auch immer großzügig darüber hinweggesehen, dass dort dauernd Menschenrechte verletzt werden. In Saudi-Arabien steht die Todesstrafe auf alle nicht-islamische Religionsausübung, auf Homosexualität und auf Ehebruch. Menschen werden am helllichten Tag ohne Prozess hingerichtet. Klar, es ist ein religiöses Land und die wollen natürlich auch, dass alle merken, wie menschenfreundlich ihre Religionsauslegung ist. Saudi-Arabien will die Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland intensivieren, aber inzwischen auch keine Waffenlieferungen aus Deutschland mehr beantragen, denn es war immer kompliziert. Ja, die Bundesregierung hat sich immer so geziert, es war schwierig. Unsere Regierung hat ja im Prinzip den Grundsatz, Waffen gibt es nur für Partner, von denen kein gefährlicher Angriff ausgeht. Also der HSV hätte Chancen. Saudi-Arabien lieber keine Waffen mehr hinliefern und sie wollen es auch nicht mehr. Besser sieht es übrigens aus für deutsche Waffenhersteller in den USA. Es wird ja oft gesagt, Donald Trump hätte nicht viel geschafft in seinen ersten 100 Tagen. Das stimmt nicht. Was er gemacht hat? Gleich als eine seiner ersten Amtshandlungen hatte Trump denn auch das ohnehin laxe Waffenrecht weiter gelockert. Psychisch Kranke dürfen wieder Waffen kaufen. Warum auch nicht? Hauptsache die Wirtschaft brummt. Und auch in Deutschland bewaffnen sich immer mehr Menschen. Es gibt ja wirklich einen extremen Ansprung bei den sogenannten einen Sprung. Es gibt immer mehr kleine Waffenscheine. Also die sogenannten kleinen Waffenscheine, das schießt durch die Decke. Und eine alte indianische Weisheit sagt ja, auch eine kleine Waffe ist ein großes Argument.